Ja, mit Eiszapfen. Die Zwiebeln. Eis gehen, wenn man mir auch überlegt, ein bisschen weich. Ja, ist halt, zeig's euch nochmal. Hi Carlos, hier ist Manfred, der Waldläufer. Ja, jetzt war ich gerade extra für dich einkaufen, möchte was für dich kochen. Du hast ja bei der Challenge danach gefragt. Und ja, eigentlich wollte ich heute sehr viel arbeiten. Aber Mensch, heute ist so ein richtig gutes Wetter hier. Hat gerade 9 Grad, unglaublich. Und herrlichster Sonnenschein. Also fahre ich jetzt mal raus an die Grillstelle in der Nähe da und dann koche ich mal was für dich. Jetzt filme ich gerade mal ein bisschen hier mit, damit du die Gegend auch ein bisschen sehen kannst. Da biege ich jetzt gleich links ab. Da gibt es nämlich auch einen schönen Fischerpark, Quatsch, einen Anglerpark. Das hatte ich auch schon mal wieder vor, jetzt mir da einen frischen Fisch zu holen und dann einfach mal zu grillen. So, hier fahre ich mal langsamer. Hier ist dieser Anglerpark. Ja, jetzt bin ich hier durch diesen Wald gefahren. Diesen herrlich schönen Wald. Natürlich bei diesem Wetter ganz besonders schön. Und da hat es gleich einige Grad weniger. Gerade mal 4 Grad jetzt. Liegt halt einfach höher. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinen über 2000 Abos. Naja, inzwischen, bis ich den Film hochgestellt habe, werden es wahrscheinlich 3 oder 4000 sein. Ja, und dann bin ich gerade eben extra einkaufen gewesen und möchte dir also heute was Schönes kochen. Also, bis gleich. Ja, wie man sieht, liegt hier immer noch Schnee, zumindest an den Schattenstellen. Wie gesagt, hat er rund 4 Grad gerade im Moment. Trotz der heißen Sonne eben, die hier an den Stellen kaum hinkommt, jo, da bleibt der Schnee natürlich noch etwas liegen. Leicht windig. So, jetzt machen wir uns aber ans Werk. Ja, hier hängen noch die dicken Eiszapfen rum. In dem Fall hingen. Hallo Carlos, an dieser Stelle jetzt nun mal eine kleine Pause. Warum, erzähle ich dir jetzt. Wie schon erwähnt, war herrlicher Sonnenschein, der Brenner tat schon seine Arbeit, der Topf ist sauber. Eigentlich könnte es jetzt losgehen mit dem Kochen, aber mir war da etwas Schreckliches passiert. Nee, kein Wildschwein. Diese Bilder sind von unserem Spaziergang im Wildpark Allensbach am Bodensee. Es ging um ganz was anderes. Ich checkte alles, nahm Speck, Mohrrübe, Kartoffel zur Hand. Aber ich musste nochmals zum Auto. Gut, das stand nicht weit weg. Aber mir fehlte noch die Zwiebel. Diese hatte ich nicht gekauft, weil ich noch eine vom Vortag rumliegen hatte. Aber wo war diese Zwiebel? Gestern lag sie ja noch im Auto. Ach, dann habe ich die wohl doch schon in den Rucksack gesteckt. Zurückgelaufen, gecheckt. Nee. Grusel, Grusel, keine im Rucksack. Vielleicht doch im Auto übersehen? Wieder zum Auto, check. Nö, keine Zwiebel. Ja, wie jetzt? 100%ig muss die da sein. Aber habe die doch wie gesagt erst gestern noch in der Hand gehabt. Nochmals zum Rucksack. Die muss sich doch irgendwo versteckt halten. Nix, keine Zwiebel. Ja, was mache ich jetzt, Mensch? Normal wäre das ja alles nicht so schlimm, obgleich die Zwiebel vom Geschmack her schon extrem wichtig ist. Aber hätte ich jetzt nur für mich so gekocht, ja, halb so wild. Aber ich koche ja für dich und möchte dir ja das Rezept vorführen. Geht also gar nicht ohne Zwiebel. Ja, was soll's? Abbruch. Werde dann morgen nochmal losfahren.
Das war dann auch so, allerdings gab es wieder mal Wetterumschwung, eisig kalt und windig. So, jetzt habe ich sie dabei. Die Zwiebel. Aber dafür haben wir heute kaltes Wetter. Und das Feuer ist eisig sehr heiß. Und windig auch. Das ist gut für die französische Küche. So, was habe ich dabei? Einmal so ein Bauchspeck. Öl, wobei das bräuchte ich eigentlich nicht unbedingt. Weil dann kann ich ja die Schwarte wegmachen. Den Topf tun, das reicht ja auch schon. Dann natürlich Eier, in dem Fall jetzt mal drei. Ziemlich viel Schnittlauch, gab es halt nur in der Menge. Dann ein paar Kartoffeln. Eine Mohrrübe, die muss nicht sein, aber jo, schmeckt bestimmt auch gut drin. Und dann gibt es eben jetzt Bauernfrühstück. Und natürlich nicht zu vergessen, aber heute ist wirklich richtig, richtig frostig. Hier oben so und so. Boah, ich habe schon total kalte Hände. Und der Brenner, der ist echt super anscheinend. Selbst bei dem Wind hier läuft der gut. Die Kartoffel könnte man jetzt natürlich zuerst kochen, wenn man möchte. Aber ich glaube, das geht so auch, weil ich schneide die in dünne Streifen. Dann geht das auch recht flott. So, jetzt kommt die wichtige Zwiebel. Ja, die gibt natürlich halt schon einen ganz, ganz wichtigen Geschmack rein. Ich muss schon sagen, der Kocher ist wirklich super. Gefällt mir. Heute habe ich ja auch trockenes Holz dabei. So, die Mohrrübe noch. Das ist mein Biomüll. Den Schnittlauch schneide ich in der Regel ganz zum Schluss. Ich möchte da nicht, dass da irgendwelche Aromen verloren gehen, unnötig. Die Schwarte mit rein. Also diese Halterungen, die sind definitiv wirklich zu leicht beweglich. Das geht so nicht. Wie Carlos ja schon in seinem Video auch gezeigt hatte. Da muss man ein bisschen dran basteln. So, Drutzel, Drutzel. Jetzt schneide ich gleich mal die Kartoffeln, weil die brauchen ja am längsten. Und in dem Fall mache ich also recht dünne Scheiben. Normal müsste jetzt schon natürlich die Zwiebel rein. Der mal beiseite. Zeitweise pustet mich hier der eiskalte Wind schon fast weg. Man muss hier relativ oft nachschüren. Aber das ist ja klar bei dem trockenen Holz hier. Jetzt hauen wir mal die Kartoffel da drauf. Das ist halt natürlich, wenn man keinen Windschutz jetzt hat. Guck mal, das ist nichts da. Jetzt habe ich die Halterungen einfach mal nach unten. Das ist halt in dem Fall bei so einem großen Topf da doch besser. Mal sehen, ob ich noch nachschüren kann. Ja, mit dünnen Dingen geht es schon. Gut, jetzt muss ich noch die Zwiebel schneiden. Aufpassen, dass nichts anbrennt. Sieht auf jeden Fall schon mal lecker aus. Man könnte jetzt natürlich, wenn man wollte, die eine oder andere Wurst rein tun, ob das jetzt Paprikawurst ist oder was auch immer. Ich fand ja vom Namen her Bauernfrühstück, muss man sich einfach überlegen, was hatten die Bauern halt so früher. Gestern habe ich allerdings jetzt noch einen halben Liter Milch dabei gehabt. Ich finde, das passt sehr gut, so bauernfrühstücksmäßig. Vielleicht eine warme. Ich trinke auch manchmal gerne kalte Milch eben dazu. Das hat schon was. Jetzt gebe ich einfach mal die Zwiebel dazu. Hoffe, dass es nicht zu früh ist und dass die mir zu braun werden und die Kartoffeln sind vielleicht dann noch nicht fertig. Die Karotte dazu, das ist jetzt meine persönliche eigene Variante, weil ich mir gedacht habe, ja, die Bauern hatten das ja früher. Aufwendiger als wie zu Hause am Herd ist das natürlich, logisch. Aber
ist natürlich ein anderer Flair. Vor allem mit so tränenden Augen bei der Kälte ist es natürlich dann noch mal ein bisschen schwieriger. Mit eiskaltem Rückenwind. Den Speck jetzt würfeln. Ich persönlich schneide ihn aber immer relativ dünn. Kann man einfach besser beißen und ja, kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar so mehr Geschmack gibt. Ich sag, das ist einfach so ein Bauchspeck halt. Schneller würde das Ganze natürlich gehen, wenn man, wie gesagt, vorher die Kartoffel ein bisschen ankocht. Aber es ist halt eine Frage, ob man sich den Aufwand machen möchte. Dann wahrscheinlich auch, wenn man eine vernünftige, richtige, gute Pfanne hat, geht es da auch anders ab als wie mit diesem Alu-Zeug da. Sieht aber schon recht gut aus. Riecht auf jeden Fall schon lecker. Mal den Speck hier rein. Gewürze habe ich jetzt keine dabei. Ein bisschen Salz wäre natürlich jetzt gut, klar. Pfeffer, eventuell Paprika ein bisschen. Das Schöne bei dem Gericht, man kann das selber halt im Prinzip variieren, wie man Lust hat. Und dann kommen gleich noch die Eier rein. Ja, was ich mir auch überlegt hatte, war zum Beispiel Kartoffelsuppe, eine bayerische. Das wollte ich ja auch schon länger mal machen, so und so schon machen. Aber ja, jetzt mache ich halt das Bauernfrühstück. Am liebsten würde ich es dir ja schicken, Carlos. Der Brenner ist schon super, kann ich schon sehr empfehlen. Auch aus meiner Sicht eben. Habe ich auch nur Gutes bis jetzt drüber gehört. Also, ja, ich denke mal, Nachteil, wenn man es als Nachteil bezeichnen wollte, ist natürlich, dass man halt ständig Holz nachschüren muss, im Gegensatz jetzt zum Spiritus-Brenner halt. Und vor allem ist es auch von der Hitze her ungleichmäßiger. Je nachdem, wie man halt Holz nachlegt. Da wäre wahrscheinlich rein so vom Kochen her, denke ich mal, Spiritus natürlich wieder, ja, ich sage jetzt mal einfacher wahrscheinlich oder kontrollierbarer. So würde ich jetzt mal behaupten wollen. Aber wenn man zwischendurch einfach wieder ein paar kleine Dinge reintut, dann hält sich die Flamme auch recht gleich. Die Kartoffeln, die brauchen halt wirklich richtig, richtig lange. Vielleicht kommt es ja auch darauf an, welche Sorte man da kauft. Aber die sind immer noch relativ hart. Hätte es vielleicht doch noch dünner schneiden sollen, aber dann hätte ich ja Chips gehabt. Ja. Ne? Braucht noch. Oder halt, man nimmt schon am besten vorgekochte Kartoffel mit raus. Dann geht das natürlich zack auf zack. Natürlich spielt auch das Holz eine große Rolle. Was man da verbrennt, das ist jetzt nur Fichtenholz. Das brennt ja weg wie nichts, die dünnen Dingerler da. Wenn man da natürlich ja, Birke oder Buche oder sowas verwendet, dann sieht es auch schon wieder anders aus. So, die ersten Kartoffeln werden schon ein bisschen weich. Jetzt schneide ich schon mal den Schnittlauch. Da kann man natürlich auch weitere andere Kräuter reintun. Klar, je nach Geschmack. Müssten mal mit zum Beispiel Brennnessel auch versuchen oder sowas. Ja, dann wage ich es mal auch schon die Eier dazu zu tun. Also gut ausschauen tut es auf jeden Fall. Wie gesagt, ein bisschen Salz fehlt jetzt eigentlich noch. Das mit den Eiern geht natürlich ratzfatz, ist klar. Da sollte man natürlich dann wirklich dabei stehen. Jetzt noch Schnittlauch drauf. Und dann gibt's Essen. Ich habe schon richtig Hunger. Gleich ist es fertig. Gleich ist es fertig. Also ich finde so Kräuter, die gehören einfach dazu. Also ich mag das. Gibt nochmal richtig guten Geschmack. Und der Bauer hat es bestimmt, oder die Bäuerin hat es bestimmt immer aus dem Kräutergarten geholt, ganz frisch. Ja, also, jetzt lasst uns zusammen essen. Ja, jetzt ein Stückchen richtig frisches Bauernbrot dazu. Vielleicht noch mit Butter dabei.
Und Glas Milch, wie gesagt, entweder. Ja, oder halt Kaffee. Schmeckt bestimmt auch hervorragend. Ja, also. Bon Appetit, Monsieur. Mahlzeit. Richtig kräftiges Frühstück, auch wenn es schon Mittag ist. Ich glaube, wenn man eine Tour macht und sie sowas in der Früh kocht, das hält dann eine Weile an vom Hunger. Schmeckt super. Man schmeckt die Kartoffel raus. Die Eier, der Speck ist natürlich wichtig und vor allem auch die Zwiebel, wie gesagt. Oh, und jetzt die Milch dazu. Die habe ich halt gestern getrunken, weil ich Lust drauf hatte. Das wäre jetzt nochmal ein richtig guter Geschmack. Kann ich echt empfehlen, vorausgesetzt man mag Milch überhaupt. Sehr gut. Ich zeige es euch nochmal, wie es fertig aussieht. Eier, Kartoffel, Speck, Zwiebel, Karotten und dann natürlich der Schnittlauch vor allem auch. Jetzt habe ich auch sozusagen ein kleines Lagerfeuerle dabei. Das ist irgendwie gemütlich. Zwischendurch können wir es noch mal kurz aufwärmen auch. So, jetzt bin ich fertig. Hat gut geschmeckt. Von der Portion her sind wir individuell, aber ich habe drei Eier gehabt, drei Kartoffeln, kleinere Kartoffeln so. Ja, und jetzt bin ich satt. Das reicht mir vollkommen. Aber wie gesagt, das kann ja jeder variieren, wie er Lust hat. Nun Carlos, also nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinen ja inzwischen über 2000 Abos. Ich wünsche dir noch sehr, sehr, sehr viel mehr und bis bald. Ciao. So, alles wieder sauber, aufgeräumt. Jetzt geht's wieder in die Werkstatt, weiterarbeiten. Bald läuft. So hätte während eines längeren Telefonates mit meiner Schwester kamen wir auf die Idee, aber ganz